So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Mario RPG. Wir sind gerade in Königin Valentinas Schloss, beziehungsweise eigentlich im Schloss Nimbus. Aber Valentina hat sich das geklaut und hat die Angriffe nicht hin. Und eigentlich gehört das ja Mello und seiner Familie. Sternenstampfer, oder war es gerade Sternenmampfer? Ich habe es gerade nicht richtig gelesen. Oh, Geheimschatz in der Nähe. Ja, dann muss ich mir hier erstmal die... Ist das eine Tomate? Das ist Forky. Gleich mal Forky hauen. Forky ist aufgewacht. Oh Gott. Ich hätte Forky schlafen lassen sollen. Einmal rumknuddeln. Aha. Eigentlich will ich gerade umstellen, weil es ist ja tatsächlich Mellows Schloss. Da hat sich Mello das auch verdient. Grabe deine Gegner. Das geht auf alle. Das geht auch auf alle. Okay, wir probieren mal den super starken. Scheiße. Okay, das betäubt sogar. Okay, so ein mächtiger Move. Robo-Cooper Randall, ja komm, dann erhöhen wir seine Magie. Wenn er einen neuen Move lernt. Hier ist ja eigentlich nicht viel, wo es versteckt sein könnte. Ne? Also jetzt bin ich rausgegangen, jetzt sind die Gegner wieder da. Hier ist so eine Lücke drin. Oh Gott, Porky wird aufwachen. Ah, noch Pen Forky. Okay, das ist ein mächtiger Move, den ich sogar hinkriege. Komm, wir verdoppeln. Alles oder nichts. Ganz rechts. Das ist sehr lustig. Hier ist einfach wirklich was geheim. Aber sonst ist hier keine Lücke drin. Und angeblich ist hier noch ein Geheimschatz. Was soll denn der andere sein? Hier aus kann ich auch nicht noch irgendwo hingehen. Okay, guck's nach.
Haben wir hier nicht so eine Schnellreise? Ja. Oh, hier sind die Gefangenen. Wusstest du, dass es hier ganz in der Nähe eine heiße Quelle zum Baden gibt? Nee. Die Quelle wird mit ganz besonders heißem Wasser vom Mercurio gespeist. Unser Vulkan. Und die kann so manches Leiden lindern, aber nur die Königsfamilie darf darin baden. Ihr habt ja schon gewusst, Valentina hat im Zentralsaal des Palasts ein riesiges Ei gebunkert. Ab und an spuckt das Ei. Andere Eier. Aber wenn man es sich möglichst gut schützt, prallen die manchmal von einem ab. Ein kleines Bad in der heißen Quelle und unser kranker König wäre schwuppdiwupp wieder topfit, so viel steht fest. Hier für euch. Danke sehr. Ich war hier früher Palastwache, aber dann hat Valentina mir gekündigt und mir alle Schlüssel abgenommen. Dieser Generalschlüssel hier, den hatte ich als einzigen. Nicht, dass ich ihn noch bräuchte. Möchtet ihr ihn haben? Ja. Ja, bitteschön. Palastschlüssel 1 erhalten. Sind wir fit? Mario ist nicht ganz fit. So. Dann muss ich gerade mal eine Blumenkapsel und lade uns wieder auf und dann können wir gerade mal speichern. Muha. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Hier geht ja auch ganz simpel auf. Ja, ups. Au. Wartet. Blitzgewitter. Und gleich der nächste. Oh, wir haben wieder Glück. Porky ist auch noch nicht aufgewacht, das ist wirklich Glück. Mehr Glück. Wieder ganz recht. Nein, ein Putt. Verdammt, dann bleibt's dabei. Ja, komm, Magie. Brauchen Genos Superkraft. Eine super mächtigen magischen Attacken. Der stört mich ein bisschen, aber der wird wahrscheinlich oben sein, das Ding, ja? Okay, ich habe hier das Bild, das ist über der Kiste. Also man muss von oben auf die Kiste drauf springen. Und dann damit, okay. Ganz viele Jumbo-Paracoupa. Oh, Peach ist mal wieder Level Up. Psychobombe? Reiß mich lieber nicht, denn sonst boom. Ja, komm dann. Magie bei Peach stärken. Aha, wir kriegen die Tür nämlich jetzt auf. Oh, das ist das große Ei. Zum Disum. Hier mein großes Eilein. Damit wirst du groß und stark. Sum, sum, sum. Mario ist ja bereits hier. Ist ja einer von der ganz schnellen Sorte. Zum, zum, rum.
öffnet sich ja gar nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Bin ja so einsam. Spielt ihr vielleicht mit mir? Ja. Hui, danke. Kalkinchen, okay. Wie Kalk, weil so Eier hauptsächlich aus Kalk sind. Das bringe ich zurück. Oh, das Ei will aufbrechen. Oh Gott, das ist Birdo. Hallöchen. Ich bin Birdo. Ja, ich habe ganz böse Mario Bros. 2 Flashbacks. Aua, ihr tut mir weh. Jetzt ich. Eieiei, was kommt denn da? Oh, scheiße. Oh, wenn man das blockt, dann platzt das Ei und macht Birdo Schaden. Okay, Trio-Technik. Das gucken wir uns an, ist ja ein Bossfight. Ja, Birdo. Ach, ich werde euch nie wieder gehen lassen. Ich würde aber gerne wieder gehen. Wird einfach zu niedlich. Okay, Birdo hat sich zurückgezogen. Vergesst mich nicht, ja. Lieber doch. Oh, Kackding, jetzt hat uns das wieder runtergeschmissen. Ah, scheiße. Müssen wir da wieder zurücklatschen. Donnerschock hat Froggy nicht erledigt. So, das da müssen wir kaputt machen. So, Rügelrotor. So, Mello erobert sein Schloss zurück. Ja, Froggy steht auch noch im Weg. Oh, das sind viele. Dann fange ich am besten gleich mit Froggy an. So, Mello. Donnerschock-Attacke. Hier muss ich draufspringen, genau. Ich bin erstmal nach links. Abgeschlossen. Mario! Schau, da hängt was. Lesen wir es erstmal. König Nimbus, gedenkt zu ruhen. Wehe, einer rennt hier rum und macht Lärm. Ihre Hoheit Valentina, eure Königin.
Das kann nur eins bedeuten. Meine Mama und mein Papa sind da drin. Oh, aber... Abgeschlossen, die kriegen wir nicht auf. War wetten? Da sieht man's mal wieder. Ohne mich werdet ihr Winzlinge aufgeschmissen. Platz da. Ich zeige euch jetzt, was Hirn und Muskelschmalz so alles bewirken kann. Bahn frei für Bowser. Halt, warte. Wenn mein Papa wirklich krank ist, dann dürfen wir auf keinen Fall Radau machen. Wir müssen irgendwas anderes versuchen. Am besten wir finden Valentina und bringen sie uns dazu, die Wahrheit zu sagen. Aber Bahn frei für... Ich meine, wage es bloß nicht mehr, dem großen Bowser zu widersprechen. Klar, heute will ich das nochmal durchgehen lassen, aber sieh zu, dass es nicht nochmal passiert. Königin Valentina! Königin Valentina! Und das ist doch ein schöner Moment, um den Part zu beenden. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Mario RPG. Bis dann, euer Wolf.